Herzlich willkommen bei Die Mookie. Mittendrin dabei. Und doch kann man von überall aus teilnehmen. Das ist der Grundgedanke hinter dem digitalen Museumsprojekt Wimuki. Das virtuelle Museum für Kinder und Jugendliche, wie das Projekt mit vollem Namen heißt, ist eine digitale Plattform, auf der Museen deutschlandweit zukünftig virtuelle Inhalte wie Live-Touren durch die Ausstellung oder auch interaktive Inhalte anbieten können. Nachdem 2021 am Historischen Museum Saar bereits ein Prototyp entwickelt wurde, wird dieser nun in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum der Pfalz so ausgebaut, dass zukünftig jedes Museum von der Infrastruktur der Plattform profitieren kann. Wir meinen einfach, dass das integrative Konzept, das weltumspannende an den digitalen Live-Touren sich durchsetzen wird. Und das Digitale ist niemals eine Konkurrenz zum Analogen, sondern es schafft einfach einen komplett neuen Erlebnis- und Erfahrungsspielraum, eine ganz neue Lernperspektive, die neben dem Analogen wunderbar funktioniert. Wimuki will seinen zukünftigen ProjektpartnerInnen ab 2022 einen digitalen Raum bieten, um deren Angebote zentralisiert und nach Standorten und Inhalten filterbar darzustellen. Gleichzeitig will man auch Unterstützungsarbeit leisten, um auf der Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse mehr digitale Präsenzen für Museen und Kultureinrichtungen ermöglichen zu können. Für die aktuelle Projektphase arbeiten wir gemeinsam zusammen, um eben eine Weiterentwicklung des Prototypen aus 2021 zu evaluieren. Dementsprechend geht es uns jetzt auch darum, die Plattform fit zu machen für die zukünftigen PartnerInnen, die eben jetzt auch Teil des Projektes werden sollen. Das heißt, die Partner sollen in Zukunft natürlich auch die Möglichkeit haben, ihre Inhalte selber auf der Plattform einzustellen, die selber zu verwalten sowie bestehende Inhalte editieren zu können. Neben einer kompletten Infrastruktur zur Pflege und Buchung von digitalen Angeboten sind virtuelle Live-Führungen durch Museen das Herzstück der Plattform. Hierzu wurde etwa im Historischen Museum Saar ein Livestreaming-Setup mit einer zentralen Regie und flexibel einsetzbaren Kameras eingerichtet. Um die Live-Touren herum sollen sich weitere digitale und interaktive Inhalte entwickeln. Hier soll zukünftig auch jeder weitere Projektpartner eigene Contents beisteuern können. Im Digitalen ist es so, dass die Tools, die heute schon verfügbar sind, integriert werden können. Wir zeigen das ansatzweise an verschiedenen Fallbeispielen und wir sehen aber für die Zukunft, wie das ausgebaut werden kann und Wimuki zu einem großen interaktiven Netzwerkprojekt werden kann, wo die Museen dieser Welt im Idealfall sich integrieren und das Ganze irgendwann auch losgelöst vom Historischen Museum Saar stattfindet.